Unsere Zusammenarbeit mit dem Metrohm ist zustande gekommen, weil Metrohm sehr flexibel ist. Sie bietet Lösungen, die man kann anpassen auf die Bedürfnisse. Jederzeit hat man, wenn irgendwelche Problemstellungen auftreten, eine Hilfestellung. Und das macht das Leben auch im Labor sehr viel einfacher. Im Kanton Zürich haben wir ungefähr 230 Wasserversorgungen. Das sind Grundwasser, es sind aber auch Seewasser und Quellwasser. Die Betriebe sind selber verantwortlich für ihr Produkt, also das Wasser. Sie haben dort eine Selbstkontrollpflicht und unsere Aufgabe ist, nachher die amtliche Kontrolle zu machen. Also eigentlich überprüfen, ob sie ihre Aufgabe auch wahrnehmen. Unsere Inspektoren holen die Proben vor Ort und bringen die nachher ins Haus. Dort hier werden sie im ersten Schritt erfasst, damit wir nachher unsere Analyse durchführen können. Der pH-Wert ist der erste Parameter, den wir bestimmen müssen im Trinkwasser, wie sich der am schnellsten verändert. Das Omnisystem bietet eine schnelle Abarbeitung und das hilft uns, den pH-Wert effizient und zeitnah zu messen. Bis anhin haben wir den pH von Hand gemessen und das hat für eine Mitarbeiterin von mir in der Regel ungefähr 2 Stunden gebraucht pro Tag. Und das ist eine Arbeitszeit, die wir produktiver einsetzen in der Zukunft. Pro Tag haben wir zwischen 30 und 100 Proben Wasser. Also das ist eine rechte Menge. Das heisst, es ist auch logistisch eine sehr schwierige Aufgabe. Die Technik haben wir zur Hauptsache ein Gerät, das eine ganz grosse Palette von diesen Parametern abdecken kann. Das ist der TitrIC von der Firma Metrohm. Mit dem können wir an die 20 Parameter auf einmal messen. An diesem Arbeitsplatz werden mittels TitrIC-System Trinkwasserproben vom ganzen Kanton Zürich analysiert. In meinem ersten Teil Anionen und Kationen. Und in einem zweiten Teil Leitfähigkeit, Härteparameter und weitere. Das kantonale Labor Zürich ist akkreditiert nach ISO 17025. Das bedeutet, dass wir grosse Anforderungen erfüllen müssen bezüglich der Analyse. Der Service von Metrohm erleben wir sehr gut. Wir werden gut unterstützt mit unseren Anliegen, mit unseren Fragen, aber auch in der Wartung. Wir wollen jeden Tag diesen Durchsatz machen können. Und das bedingt natürlich auch, dass das Gerät wirklich täglich zur Verfügung steht.